Und da ist der Leipziger Coach der Meinung, das übernehmen wir. Kamlott. Kamlott, und das muss Elfmeter geben. Ganz klar, Foulspiel an Kamlott. Da hat man gesehen, wie wichtig dieses Nachsetzen ist, denn der Ball war ja eigentlich schon weg. Gegen Willers. Und dann ist es ein klares in die Zange nehmen von Gerrit Nauber und von Buchholz. Da kann es gar keine andere Möglichkeit geben, als Strafstoß zu entscheiden. Wer macht's bei RB Leipzig? Kamlott, den wir hier groß im Bild sahen, hat den letzten verschossen gegen Zwickau. Also Kutschke, rhythmisches Klatschen. Kutschke gegen Buchholz. Wir haben den ersten Höhepunkt in diesen zweiten 45 Minuten. Wäre so wichtig, wenn Kutschke treffen würde. Quasi als Abschiedsgeschenk für ihn. 8 Tore hat er schon gemacht. Ganz sicher mit brachialer Gewalt und in die Ecke hineingezimmert. 1:0 für die Sachsen. Dem fallen Steine vom Herzen, dass der Kutschke da so nervenstark war in dieser Situation. Jubel, ausgelassene Stimmung bei den Fans. Buchholz, wir werden das hier an diversen Zeitlupeneinstellungen dann noch zu sehen bekommen, war in der richtigen Ecke. Aber der war toll getreten, mit brachialer Gewalt. 1:0, also Rasenballsport. Genau Maß genommen, genau ins Eck. So soll es eigentlich sein beim Elfmeter. Nächster Wechsel bei Rasenballsport, und für ihn gibt es auch Beifall natürlich für Kamlott. Er hat ja den Strafstoß, den Elfmeter herausgeholt, und Hendrik Ernst kommt in die Partie. Wir haben so das ein oder andere Mal Bezug genommen auf die Vorwoche, auf das letzte Wochenende bei den 07ern in der deutschen Hauptstadt beim BAK. Da hat er ein wunderschönes Tor gemacht zum 1:0. Und hier das 2:0 durch Morris. Morris bringt RB ein Stückchen weiter in Richtung Glückseligkeit mit diesem Tor. Glücklich sind sie, diese Fans. Sie sind alle aufgesprungen, und ja, das war die Anspannung noch bei Zorniger. Aber er hat richtig gewechselt mit Matthias Morris, der da hineingelaufen ist in diese Lücke, die sich da urplötzlich ergab im Deckungsverbot der Sportfreunde von Lotte. Morris ist derjenige, der mit einem Kopfball dieses Tor auch einleitet. Er hat dann Glück, denn der Ball kommt von einem Deckungsspieler der Sportfreunde. Aber dann behält er kühlen Kopf. Das macht ja auch die Stärke von Rasenballsport aus. Also 2:0 hört sich sehr, sehr gut an. Hört sich komfortabel an. Hört sich auch gefährlich an, natürlich. Aber 3 Tore gegen diese starke RB-Hintermannschaft muss man erst mal machen. Wird es bei Müller weitergehen? Ach, und haben wir da ein paar Bewegungen? Müssen wir dann an diesem schönen Tag unsere Nase wieder in den Unrat des Fußballs tauchen? Sicherheitskräfte sind da, Spiel läuft weiter. Das soll uns interessieren und nicht das, was dort möglicherweise sich auf den Rängen abspielt. Und unten auf dem Rasen Bemühungen von Lotte über Shahed. Wieder Franke, nachdem Freiberger geflankt hat. Also die Aufforderung kam, das Abbrennen von Feuerwerkskörpern zu unterlassen. Am Sonntag nach Lotte fahren, oder wahrscheinlich ja schon einen Tag eher.
Da werden sie auch nichts dem Zufall überlassen in der Planung für dieses Rückspiel. Und dann ist der Torwart noch einmal gefragt. Dann muss Coltorti noch einmal ran. Der Einsatz von Shapur Sadeh. Regelwidrig. So muss er da nicht mehr hereingehen. Bibiana Steinhaus hat die gelbe Karte in der Hand. Und jetzt entladen sich die Emotionen. Also der eine oder andere wird sich das jetzt merken, was hier passiert. Und das dann als Rechnung begleichen wollen. Rote Karte war jetzt im Gewusel nicht unbedingt herauszusehen, für wen. Shapur Sadeh sollte an sich erst gelb bekommen nach diesem Einsatz. Aber Bibiana Steinhaus hat sich für rot entschieden. Aber das wird jetzt alles ohne Bedeutung sein, ohne größere Bedeutung für diese Partie. Es wird heftig diskutiert mit der Schiedsrichterin, die abgepfiffen hat. Willers, der Kapitän, ist bei Bibiana Steinhaus und lässt sich diese Situation noch einmal erklären, die da zur roten Karte geführt hat. Der Schlussmann, der Leipziger Fabio Coltorti, wird behandelt nach dieser Attacke. Und Shapur Sadeh entschuldigt sich. Findet zumindest tröstende Worte. Das ist anständig. Hier haben wir noch einmal diese letzte unschöne Aktion, dieses Durchziehen von Shapur Sadeh. Und so kann er da nicht reingehen. Und dann ist auch die rote Karte vertretbar. Dann ist es auch in Ordnung.